auch von mir vielen Dank, Frau Schmidt-Hoth, für die freundlichen Eingangsworte und für die Einladung, heute hier mit Ihnen über meine persönlichen Erfahrungen als Prozessbegleiterin und das, was Sie alles schon erwähnt haben, zu sprechen, beziehungsweise die Reflexion dessen, was ich in meiner Arbeit erlebt habe. Jetzt muss ich mal eben hier kurz was ausstellen. Ich sehe nämlich immer, wenn Leute hier reinkommen, und das ist dann so. Sekunde. Muss ich mal gucken, ob das so funktioniert. Es ist ja auch für mich hier in diesem Format eine Premiere. Was macht Corona mit dem Team? Das ist etwas, womit ich mir tatsächlich, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Jetzt muss ich nochmal wieder das einstellen. So, zum Vortrag an sich, damit Sie so eine Idee haben, was Sie erwartet. Die Erwartung ist, dass es ein praxisorientierter Vortrag ist. Es kann für mich auch gar nicht anders sein, nicht weil ich nicht der Wissenschaft mich verbunden fühle. Ich habe in den 80er Jahren mal studiert, aber tatsächlich habe ich auch gar keine Erfahrung mit einer Pandemie. Sie sicherlich auch nicht, sodass wir uns relativ ad hoc mit diesen Themen, mit diesen Dingen, die uns erreicht haben, auseinandersetzen mussten. Welche Auswirkungen können wir in Teams, in den Kindertagesstätten feststellen? Welche Herausforderungen lassen sich ableiten? Das werden die Themen sein, über die ich Ihnen ein paar Dinge aus meiner Sicht übermitteln möchte. Stellen Sie während des Vortrags gerne Ihre Fragen schon, dann kann Frau Krankenhagen das hinterher oder währenddessen schon ein bisschen zusammenführen. Das ist die Gliederung, in der ich mich entlanghange mit Ihnen gemeinsam. So, ich muss das noch eben zurück, ich musste gerade. Oh, ich hab's gleich. So, das ist die Gliederung. Sie werden immer bei den einzelnen Punkten die Übersicht sehen, sodass Sie gut verfolgen können, an welcher Stelle wir gerade sind. Zur Einführung, ich möchte nicht nochmal die ganzen Phasen, Lockdown, alles einzeln auflisten. Was für mich für die Einführung von Bedeutung ist, ist, dass wir im März tatsächlich völlig überrascht wurden von einem in Deutschland nie dagewesenen Lockdown. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Januar, Februar, man hat ein wenig Fernsehen gesehen, man hat die Bilder aus Asien gesehen. Es schien so weit weg von uns zu sein. Und auf einmal stellte der Bundestag am 25. März fest, nein, es ist nicht so weit weg von uns. Wir haben eine epidemische Lage von nationaler Tragweite und der Lockdown wurde ausgesprochen. Wir konnten nicht, Sie nicht, ich nicht, ob Sie Mitarbeiter sind, Leitungskraft sind, Fachberaterin sind, Kollegin sind, wir konnten auf nichts zurückgreifen, auf keine Erfahrungswerte. Die Krise hat uns tatsächlich kalt erwischt. Und wir mussten und müssen mit dieser Situation umgehen. Ich habe viele Jahre meines Lebens im sozialpsychiatrischen Dienst der Stadtgemeinde Bremen gearbeitet. Deswegen herzliche Grüße. Ich habe gesehen, Sieke, Hatten, alles, was so ein bisschen in Walsrode hier in der Region ist. Ich lebe jetzt in Achim bei Bremen, sodass mir diese Gegend sehr vertraut ist. Als Mitarbeiterin eines Krisendienstes, der nachts und am Wochenende in Bremen eine Abklärung nach dem bremischen Psych-KG vornimmt, habe ich mir schon sehr krisenerprobt erlebt und auch mit vielen Erfahrungen, ich habe das 15 Jahre lang gemacht, auch bereit, mich neuen Krisen und Herausforderungen zu stellen. Allerdings, tatsächlich waren mir viele Dinge gar nicht so klar und die Krisen haben sich dann für mich oder hat mich dann auch tatsächlich kalt erwischt. Oder hatten Sie vorher schon mal eine Vorratshaltung von Masken? Homeoffice. Ich weiß nicht, wie Sie damit umgegangen sind. Das ist ein Bild aus einem Discounter, auf einmal war Mehl ausverkauft. Man hat mit Menschen auf einmal über Toilettenpapier gesprochen. Ich weiß nicht. Es waren auf einmal völlig neue Themen, die uns ereilten. Kollektiv mussten wir uns mit den Themen beschäftigen, die uns ereilten, ob das der Stillstand des allgemeinen Lebens waren, die berufliche unsichere Situation, Sozialkontakte, Menschen im Pflegeheim, im Krankenhaus. Man durfte sie nicht besuchen, sie konnten keinen Besuch empfangen. Die Lebenssituation komplett auf den Kopf gestellt, auf einmal Schließung von Kitas, Schulen, die Boutique, das Kino, das Fitnessstudio, das, was unser Leben ausgemacht hat, brach von einer Sekunde auf den anderen weg. Es gab Begriffe wie systemrelevant, auf einmal Infektionsrisiken, Sorge, dass man selber infiziert wird, Sorge, dass man andere infiziert. Und auf einmal gab es Homeoffice auch für pädagogische Fachkräfte.
weiß nicht, welche Büroausstattung Sie als Kita-Mitarbeiterin so zu Hause haben. Ich gehe mal davon aus, dass das wie in vielen anderen Berufen, die wenig oder gar kein Homeoffice machen, auch so ist. Es ist und war ein Brett, was gebohrt werden musste. Diese Veränderung, das, was wir wahrgenommen haben, hat Auswirkungen auf Sie, auf mich, auf den einzelnen Menschen, auf die Familien, auf die Gesellschaft und natürlich auch auf Teams. Bevor wir uns den Auswirkungen auf den einzelnen Menschen widmen, möchte ich Ihnen kurz erläutern, was meine Message ist in diesem Vortrag. Ich erhebe überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte auf keinen Fall, dass auch Ideen und Impulse als morale Wertung Ihres Handelns verstanden werden. Wie gesagt, wir haben alle keine Erfahrung. Wir können nicht auf nichts zurückgreifen. Wir können auch nicht die ältere Bevölkerung fragen, wie habt ihr das da gemacht? Weil tatsächlich keine Erfahrungswerte für uns greifbar waren. Und insofern hoffe ich, dass Sie, wenn Sie die, es wird im Vortrag auch ein paar Fragen geben, die nur für Sie sind, vielleicht sitzen Sie auch mit Ihrem Team oder mit Kollegen gemeinsam, nehmen Sie das als Impulse, als Gedankenanregung und vielleicht auch als Impulse für Dinge, die nach dem Vortrag für Sie auf der Agenda stehen. Betrachten wir jetzt vielleicht als erstes die Auswirkungen, die wir erlebt haben auf den einzelnen Menschen. Unbeeindruckt, glaube ich, ist niemand von uns geblieben in dieser Zeit. Wir haben die emotionale Belastung aufgrund eingeschränkter Sozialkontakte. Wir haben auf einmal die Kinder zu Hause, auf einmal kam Homeschooling. Wir mussten uns damit beschäftigen, dass wir, wie gesagt, was ich eben schon sagte, nicht ins Krankenhaus gehen konnten, dass wir nicht in ein Altenheim gehen konnten. Vielleicht auch tatsächlich die Sorge, nach dem, was man gehört hat, zu Beginn, oh Gott, wenn ich mich infiziere, was passiert? Stecke ich jemanden an? Bin ich ein Superspreader? Was passiert nur? Diese Frage, was passiert nur, hat sich ja in viele Lebensbereichen gedrängt. Kurzarbeit, Kurzarbeit für Kitas, ja, nein. Ich habe selber mit Kitas zu tun gehabt, die in Kurzarbeit waren. Ich habe mit Kitas zu tun gehabt, die nicht in Kurzarbeit waren. Ich betreue auch viele andere Firmen, einige in Kurzarbeit, einige nicht. Wie sicher ist der Arbeitsplatz tatsächlich? Wie lange dauert das? Das sind Dinge, die sich gezeigt haben und mit denen wir uns dann auch der Einzelmensch immer wieder auseinandersetzen mussten. Vielleicht fallen Ihnen noch selber Dinge ein, die können Sie jetzt hinzufügen. Und ich hätte da auch schon eine Frage für Sie. Überlegen Sie kurz, nur für sich, Sie müssen das gar nicht im Chat machen, welche Auswirkungen fallen Ihnen ein, die ganz persönlich Sie betroffen haben? Was ist das Erste, was Ihnen einfällt? Mir ist eingefallen, dass ich als Solo-Selbstständige vom Lockdown auch völlig überrascht war. Ich hatte viele Themen, viele Firmen, viele Projekte und die waren einmal weg. Ich wusste nicht, wie lange, ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich habe eine Mutter, die über 80 ist, eine Risikogruppe. Fahre ich dahin, fahre ich nicht dahin, wie machen wir das? Viele Themen, die mich persönlich auch beschäftigt haben. Und das Erste, was mir tatsächlich immer wieder einfällt, ist auf einmal Aufträge weg und meine Mutter. Ihnen ist bestimmt auch etwas eingefallen. Vielleicht packen Sie es in einen kleinen Ablagekorb, den Sie gedanklich neben sich haben. Vielleicht greifen wir da später noch einmal drauf zurück. Beispielartig möchte ich Ihnen sagen, was ich von Mitarbeitenden gehört habe, von Einzelnen, die genau mit dem, was Sie empfunden haben, was ich erlebt habe, was Sie beispielartig zu den Hygieneregeln gesagt haben. Und zwar tatsächlich in einigen dieser Dinge hätte ich einen Anführungsstriche setzen können, weil genau so haben die das gesagt und manchmal aber auch so ähnlich. Das Spektrum reicht und ich finde die Hygieneregeln richtig wichtig. Ich halte mich daran, ich separiere mich von meinem Freundeskreis. Ich möchte auch auf keinen Fall jemanden selber anstecken. Bis hin zu, also kann man ja machen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe auch, das habe ich da nicht hingeschrieben, aber ich hatte auch die Aussage, Frau Huntemann, ist alles kein Ding, ich habe das im Griff. Da war ich ein bisschen hellhörig, ich dachte, okay, wie kann man das so im Griff haben? Ich bin jetzt auch tatsächlich keine Virologin. Ich habe da, was das Coronavirus angeht, nichts im Griff.
Wenn Sie diese Aufzählung sehen, es ist nervig, wir müssen immer nur reagieren, ist ja alles richtig, aber warum dürfen wir nicht singen? Es ist belastend, wir können unseren Arbeitsauftrag nicht so übermitteln. Boah, die Eingewöhnung, das ist schwierig, die verschiedenen Öffnungen, schon wieder eine neue Hygieneordnung. Also, das sind Aussagen, die deutlich machen, wie unterschiedlich Menschen mit dieser Situation umgehen, wie unterschiedlich sie diese Situation verarbeiten. Und sicherlich haben Sie die Idee, dass neben dieser Verarbeitung auch dann, dass das Ausstrahlwirkung auf Dritte hat. Jetzt können Sie mal auch wieder kurz überlegen, nur für sich. Vielleicht, wie gesagt, wenn Sie mit Ihrem Team sitzen oder mit Kollegen sitzen, dass Sie kurz drüber plaudern oder es auch in einen Ablagekorb legen und da später nochmal wieder darauf zurückgreifen. Gab es die Möglichkeit? Also zu Beginn gab es sie nicht, wir haben uns kaum gesehen, aber wenn Sie jetzt so den Verlauf der Zeit betrachten, gab es die Möglichkeit, im Team mit Einzelnen oder in Kleingruppen über das, was an persönlicher Betroffenheit, an persönlichen Erleben dieser Situation stattgefunden hat, zu sprechen. Und wenn es diese Möglichkeit gab, welche Schlussfolgerungen konnten Sie aus diesen Gesprächen ziehen? Mir ist es dabei unerheblich, ob Sie eine Leitungskraft sind oder Kollegin sind. Sicherlich ist man auch viel aneinander vorbeigelaufen, aber die sich begegnet haben, gab es diese Möglichkeit? Hat man sie genutzt? Wenn ja, zu welchen Schlussfolgerungen sind Sie gekommen? Auch das kurz überlegen, packen Sie auch das wieder in Ihr kleines Ablagekörbchen, was Sie noch neben dem Notebook oder Ihrem Handy oder iPad stehen haben, um da später vielleicht nochmal wieder drauf zurückzugreifen oder eine Frage davon zu formulieren. Wir haben eine Wechselwirkung zwischen dem einzelnen Menschen und dem Team. Wir nehmen uns ja mit zur Arbeit. Und ist das Team auch tatsächlich gerade nicht da, habe ich wieder mit Einzelnen zu tun. Dann die beiden Kolleginnen, mein Team. Und so haben wir die Wechselwirkung, dass viele Einzelne treffen sich in einem Team, haben ihr Päckchen salopp zu sagen, zu tragen. Und das trägt sich auch wieder in mein Leben zu Hause. So haben wir tatsächlich immer wieder die Wechselwirkung der verschiedenen Auswirkungen, die ich in meinem Leben habe, beruflich wie privat. Die Auswirkungen auf den einzelnen Menschen ist mit Sicherheit nicht vollzählig. Ergänzen Sie nach Belieben, nach dem, was Sie für sich noch dazufügen möchten. Und kommen Sie dann mit mir weiter zu dem Thema, wenn es um Auswirkungen auf das Team geht. Was heißt eigentlich Teamarbeit für uns? Wenn wir uns das überlegen, was Teamarbeit heißt, stellen wir uns ein heterogenes Team vor und Sie überlegen ganz kurz, was assoziieren Sie konkret mit Teamarbeit? Nehmen Sie zwei, drei Verschlagwortungen, also verschlagworten Sie das und prüfen Sie, ob Sie dann mit dem, was ich Ihnen anbiete, konform sind, ob Sie es ergänzen möchten oder ob Sie Ideen bekommen oder ob Sie das auch vielleicht nicht teilen. Obwohl ich hoffe ja, dass Sie das teilen. Also da bin ich schon sehr, ich bin immer hoffnungslos, hoffnungsvoll. So, das kennen Sie mit Sicherheit auch alle. Viele von Ihnen werden viele Seminare gemacht haben. Verstehen wir unter Teamarbeit toll, ein anderer macht's? Ich glaube nicht, dass das die Basis ist, auch wenn das, und das ist tatsächlich aus meiner Perspektive völlig Corona-unabhängig. Es gab auch schon diese Frage vor Corona. Unsere Zeitrechnung hat sich ein wenig verändert. Vielleicht kennen Sie das. Wir sprechen jetzt von vor Corona. Wir sprechen vom Lockdown und von Öffnung. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann auch von nach Corona sprechen. Dass wir irgendwann sagen, wisst ihr noch, als Corona war? Also toll, ein anderer macht's. Ich denke nicht, dass das unsere Definition ist. Aus meiner Perspektive, ich habe das in Anlehnung von Niklas Schaper gemacht, ein Uni-Professor aus Paderborn. Aus meiner Perspektive eint ein Team gemeinsame Aufgaben, Ziele, Visionen, was gemeinsam nach vorne zu bringen. Im Idealfall mit einem Wir-Gefühl, Rollenverteilung, also im Hinblick auf, es gibt eine Leitung, es gibt jemand, der sagt, da geht's lang, es gibt Funktionsträger für bestimmte Arbeitsbereiche, haben bestimmte Kollegen den Hut auf. Wir wissen auch, wer für was wie
zuständig ist. Im Idealfall pflegen wir eine regelmäßige und klare Kommunikation, damit es keine, auch im Idealfall keine Missverständnisse gibt. Wir sind immer mehrere Personen, arbeiten unmittelbar zusammen. Und es gibt die gemeinsamen Spielregeln, der gemeinsame Rahmen, in dem wir uns bewegen, den wir uns vielleicht teilweise selber gegeben haben oder der uns auch ein Teil gegeben wird. Und da können Sie jetzt auch kurz für sich nochmal prüfen, Mensch, das ist, wenn das so meine Idee auch von Team ist, wie sieht das denn, wie sah es denn auch schon vor Corona aus und wie hat, dann haben wir die Vorher-Nachher-Schau, da können Sie jetzt mal so ein bisschen vergleichen, wenn wir uns im Thema weiter nach vorne bewegen. Teamarbeit ist anspruchsvoll. Ein Team ist seltenerweise so, dass es sich gesucht hat, sondern es findet sich auf der Arbeit mit unterschiedlichen Lebensläufen und so weiter. Und es ist eine hohe Anforderung, das alles zusammen auf den Weg zu bringen. Die Anforderungen sind, immer die gemeinsame Zielorientierung im Blick zu behalten, die Aufgaben gemeinsam zu bewältigen, gemeinsame Verantwortungsübernahme, auch für die Qualität für das Arbeitsergebnis. Ich unterstelle immer den Menschen, die erwerbstätig sind, dass sie auch für Nicht-Erwerbstätige, aber gerade jetzt im Kita-Bereich, und würde ich Ihnen allen unterstellen, keiner von Ihnen von Berlin bis Mainz und wo Sie überall herkommen heute, geht zur Arbeit mit dem Ziel, ich möchte ein schlechtes Arbeitsergebnis produzieren. Ich möchte heute mal so richtig schön, das ist mir egal. Ich unterstelle immer, dass das Ziel ist, dass wir unsere Arbeit gut machen. Dass wir damit auch zufrieden sind. Mache ich meine Arbeit gut, habe ich gute Ergebnisse, habe ich vielleicht auch eine höhere Zufriedenheit. Wir brauchen dafür, und das ist auch eine Anforderung, die kollektive Selbstwirksamkeitserwartung, dass wir das rocken können, gemeinsam. Wir haben eine Idee davon, wie wir die sozialen und fachlichen Konflikte lösen, wie wir sie angehen. Und wir haben die Idee, hoffentlich auch in der Praxis übertragen, wie wir uns unterstützen in Stresssituationen und dass es nicht davon abhängig ist, ob ich die Stresssituation teile, sondern dass es mir reicht, wenn mir jemand sagt, ich habe gerade Stress. Das ist so eine Idee, die sich auch mit Teamarbeit verbindet. Das heißt, wenn Sie bis dahin mit mir d'accord sind, dann verstehen wir unter Teamarbeit wirklich das gemeinsame Miteinander, sich gemeinsam aneinander orientieren, sich Halt geben, gemeinsame Ziele haben, diese verfolgen, die Herausforderungen annehmen, gemeinsam annehmen, gemeinsam etwas erreichen wollen und die Selbstwirksamkeit, Erwartung, gemeinsam stark sein. Wir können das schaffen. Wir schaffen das. Ist natürlich schwierig, wenn Sie sagen, oh Gott, ja, blöd. Ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwie hinkriegen. Dass das zutiefst menschlich ist, diese Haltung für einen Moment zu haben, finde ich ganz nachvollziehbar. Grundsätzlich ist für mich als Verhaltenstherapeutin bin ich da eher sehr lösungsorientiert unterwegs. Ich mag es nicht so gerne, Probleme lange zu bewundern, im Sinne von fast schon vor Ehrfurcht zu erstarren, weil wenn ich das Problem angehe, müsste ich vielleicht was verändern. Veränderung ist wieder ein Problem. Ich möchte tatsächlich Probleme angehen, die Chancen da drin sehen und gemeinsam, wenn ich in einem Team arbeite, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen diese Herausforderung, die sich mir gestellt hat, rocken. Im Idealfall bin ich dann auch mit mir sehr zufrieden und meine Kollegen auch. Haben wir vielleicht auch eine gute Zeit. Schon sind wir bei dem Thema, was an Auswirkungen, also das von dem einzelnen Menschen, in Verbindung mit, was verstehen wir unter Teamarbeit, wirkt sich jetzt wie auf die Teams aus. Und dabei finde ich nochmal zu berücksichtigen, dass Teams keine homogene Gruppe sind, sondern sich durch Heterogenität auszeichnen, kennzeichnen. Und gerade das ist so wunderbar, finde ich, wenn ich in Kita-Teams bin und wenn man überlegt, bei welcher Altersstruktur wir haben. Und dann hat man da die 19-Jährige und die 63-Jährige Kollegin oder Kollegen. Was für ein Fund an Erfahrung, was für ein Fund an neugierigen Fragen und am neueren Wissen, weil die Ausbildung noch gar nicht so lange her ist, auch wenn wir alle dabei sind, uns fortzubilden. Die Jugend stellt die richtigen Fragen. Wir teilen unsere Erfahrung, Wissensteilung.
ist in Teams, finde ich, immer noch ein bisschen zu wenig. Aber das zeichnet dann Teams aus, dass wir eben unterschiedlich sind und diese Unterschiedlichkeiten auch als Chancen für ein Weiterbringen sehen. Wir können uns auch sehr auf die Unterschiede stürzen und sagen, wie schwierig das ist, so unterschiedlich zu sein. Wir könnten auch den Perspektivwechsel machen und sagen, diese Unterschiedlichkeit, das ist für uns genau das Fund, was wir brauchen, um uns nach vorne zu bewegen. Unterschiedliche Menschen verarbeiten die persönlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie völlig unterschiedlich. Und so kommt es auch zu unterschiedlichen Auswirkungen im Team. Auch hier wieder die Wechselwirkung, die ich schon mal angesprochen habe. Also, Sie erinnern sich an die Folie der vielen, vielen, vielen Auswirkungen des Einzelnen, der nimmt sich mit ins Team. Und auch da wirkt es sich aus. Jetzt erscheint diese Folie erstmal ein bisschen schlank. Sie dürfen sie gerne, und ich würde mich freuen, wenn Sie es auch tun und Beispiele für sich finden, welche positiven Auswirkungen waren das? Covid-19 hat für mich persönlich überhaupt nichts Positives, aber es gibt die positiven Mitnahmeeffekte. Was wurde in Teams deutlich, was an Ressourcen und an Kreativität und an Kompetenzen da ist? Also es gab viel Kreativität. Wie kommen wir mit den Kindern in Kontakt? Wie bleiben wir im Kontakt? Von TikTok-Filmen bis zu Maltüten, Geschenketüten, wo Spielideen drin waren und so weiter. Also es war merkbar, wie sehr die Kolleginnen und die Kollegen identifiziert sind mit der Arbeit und überlegen, wie kommen wir zu unserer Zielgruppe in dieser Zeit der schwierigen Situation. Das Wir-Gefühl im Kleinen, das Team war zerfasert. Wir hatten keine große Dienstbesprechung mehr. Die einen waren im Homeoffice, die anderen nicht. Die anderen waren da. Es gab Notdienste. Es gab auf einmal wieder diesen Begriff systemrelevant. Aber in dem Kleinen haben wir das Wir-Gefühl gehabt. Menschen waren bereit, Verantwortung zu übernehmen, haben die Notwendigkeit gesehen. Vielleicht war die eigene Leitungskraft als Risiko eingestuft und war im Homeoffice und durfte gar nicht in die Kita. Und es gab viel Lösungsorientiertheit, viel Ideen, was können wir machen? Und jetzt fügen Sie für sich einfach die Dinge dazu, wo Sie sagen, oh, wir haben noch dies oder jenes gemacht. Super. So, die Folie ist schon ein bisschen länger, weil wir auch viele, viele Herausforderungen hatten, die sich auch dann in Teams deutlich gemacht haben. Diese hohe Flexibilität. Ich habe das jetzt nicht so in irgendeiner Form in der Reihenfolge. Die Reihenfolge ist beliebig. Flexibilität, wie geht es? Wer muss eigentlich wen informieren? Wir haben hier eine Entscheidung getroffen. Wie kriegt die Kollegin das im Homeoffice mit? Ach, ich rufe sie an, du rufst sie an. Wir haben WhatsApp. Oh nee, wir nehmen doch nicht WhatsApp. Es gibt wieder eine neue Hygieneverordnung. Wir müssen wieder darauf reagieren. Oh, es gibt eine Öffnung, darauf müssen wir reagieren. Oh, wir müssen entscheiden, was systemrelevanten Eltern sind. Und wir haben unterschiedliche Belastbarkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in ihrer eigenen Situation auch Auswirkungen auf sich persönlich erlebt haben. Auch das völlig unterschiedlich und auch völlig unterschiedliche Auswirkungen. Also die unterschiedlichen Interpretationen der Pandemie und der Hygienekonzepte. Müssen wir wirklich? Ist das noch notwendig? Ich finde das nicht. Das zusammenzuführen, da das Wir-Gefühl aufrechtzuerhalten mit so vielen unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema, in der wir uns gerade befinden, in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, war für alle, insbesondere auch für die Leitungskräfte, anspruchsvoll. Eltern. Zu sagen, den Eltern zu sagen, sie gehören noch nicht zur systemrelevanten Arbeitsgruppe, war schwierig. So, da wir ja alle keine Erfahrung mit einer Pandemie hatten, also nichts mit, wir können mal wem fragen, hatten wir auch in dieser neuen Routine, Kolleginnen im Homeoffice, einige vor Ort, wir hatten keine Routine. Wir mussten uns das alles erobern, sie mussten sich das alles erobern, mussten überlegen, wie machen wir es denn jetzt? Was geht eigentlich? Wie soll das gehen? Wie macht ein Kollege, der Vollzeit ist, jetzt Vollzeit im Homeoffice? Was soll der bloß machen? Für alle eine Situation voller Herausforderungen und auch vielleicht mit mehr Fragen als Antworten.
Das führt manchmal auch zur Reduktion der Frustrationstoleranz und hat auch vielleicht den einen oder anderen Impuls zur Folge gehabt, wobei ich davon relativ wenig gehört habe. Missverständnisse habe ich häufiger gehört. Also diese Aussagen von Mitarbeitern in einer Kita, naja, Frau Untermann, dass wir da viel Probleme hatten, ist doch klar. Sag ich, was war denn? Weil es tatsächlich von jeder Kita zu jeder Kita unterschiedlich ist. Das, was ich Ihnen jetzt sage, können wir nicht schablonartig auf alle Kitas dieser Welt übertragen. Ja, Sie müssen gucken, was bei Ihnen war, das war vielleicht bei anderen nicht. Also ich habe gefragt, was war denn jetzt das Besondere? Ja, das Besondere, wir haben uns ja auch nie gesehen. Der rote Faden fehlt. Wir haben uns überhaupt nicht gesehen. Ich habe einige Kollegen, von denen habe ich auch nichts gehört. Ich weiß auch gar nicht, wie die Informationen geflossen sind. So, jetzt kann ich natürlich überlegen, ist das ein Einzelschicksal? Hat die Mitarbeiterin das nicht richtig mitbekommen? Oder gab es da auch Irritationen? Also, das Wir-Gefühl, wir zusammen in einer großen Teamsbesprechung, findet ja selbst heute, je nach Größe der Teams, nur sehr rudimentär statt, weil wir größere Räume brauchen. Und wenn Sie ein Team haben mit 26, 27, solche Teams gibt es ja auch aufgrund von vielen Teilzeitkräften, da können Sie die nicht wie sonst im Raum von 30 Quadratmeter und wir sind alle kuschelig aneinander sitzen. Das können Sie zwar machen, ist jetzt nicht so zielführend und widerspricht dann auch Ihrem eigenen Hygienekonzept. Und deswegen sollte man das auch nicht machen. Tatsächlich ploppten auch Teamkonflikte auf, die bisher noch nicht gelöst waren. Es gab Mitarbeiter, die hatten das Ich bin falsch Gefühl. Mir ist das immer wichtig, dass wir lüften. Mir ist das wichtig, dass wir Abstand haben. Und dann sagen Kollegen, ach, weißt du, ist doch alles nicht so schlimm. Ja, ich nerv die immer. Ich bin diejenige, die da immer wieder das gute Gewissen scheinbar oder das nervige Gewissen ist. Also auch das hat zu Reibungsverlusten geführt. Wenn Sie mit mir bis dahin soweit d'accord sind und Sie auch nochmal überlegen, wie war das denn bei uns? Weil wie gesagt, nicht schablonartig auf alle Kitas. Was war bei uns? Dann können Sie kurz überlegen, was beschäftigt Sie heute im Hinblick auf Ihr Team? Womit sind Sie aktuell beschäftigt? Was sind Themen, die Sie angegangen sind, wo Sie jetzt sagen, Mensch, da fällt mir spontan dieses oder jenes ein? Und zu welchen Schlussfolgerungen kommen Sie? Was wären denn jetzt tatsächlich die nächsten Schritte, die Sie einleiten können, sollten, wollen? Und dann auch mit wem und wie? Nehmen Sie das als Impuls. Vielleicht haben Sie jetzt eine Idee und sagen, oh Mensch, das müsste man mal machen. Da würde ich Sie immer motivieren, packen Sie das auch in den Ablagekorb mit einem kleinen roten Marker, dass Sie sich daran erinnern. Sonst ist der Alltag so eng gefächert, dass Sie diese tolle Idee, die Sie jetzt vielleicht haben, oder den Impuls, den Sie haben, dass Sie den sonst nicht verfolgen. Häufigerweise ist es dann so, der Alltag ist voll. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Irgendwann sagt man, ah, man müsste mal, man müsste mal. Ja, das ist wie zu Hause, man müsste mal saugen. Überlegen, wer fängt an? Wer wird sich an? Das sind auch spannende Fragen, die wollen wir jetzt mal nicht vertiefen, sondern gehen weiter in dem Thema, womit wir heute hier beschäftigt sind. Die Auswirkungen, noch alles, was ich Ihnen bisher versucht habe darzustellen, bezieht sich immer auf Mitarbeiter und Leitungskräfte. Tatsächlich sind aber auch die Leitungskräfte in besonderer Art von der Covid-19-Pandemie betroffen. Auf einmal also da, ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass die Leitungskräfte für die Organisation der Einrichtung Verantwortung tragen, verantwortlich sind und da auch immer wieder sich selber auch verantwortlich fühlen. So, jetzt hatten wir keine Erfahrung mit der Ausbreitung von Heim, Office-Arbeit und virtueller Teamarbeit, Führung auf Distanz. Für Kindertageseinrichtungen völlig neu. Und dazu gehört auf einmal Arbeiten im Dauerkrisenmodus. Wie geht das? Nichts mit Erfahrung, nichts irgendwie vom Träger, gibt es dazu eine Handlungsleitlinie. Wie gesagt, ich als Mitarbeiterin des sozialpsychischen Krisendienstes, wirklich krisenerprobt, krisenerfahren, nicht so leicht zu erschüttern, eigentlich da immer zu wissen, ja, okay, bei dem machst du das, da kannst du dies machen, da kannst du fragen, man ist zu zweit im Dienst. So, nichts Erfahrung. Was machen wir? Wie machen wir es? Wie schicke ich die Kollegen in Homeoffice, wie halte ich den Betrieb offen, wie viel Betrieb darf ich überhaupt offen halten, welche Rahmenbedingungen sind mir gesetzt und wie lange gelten die? Wie halte ich Kontakt mit meinen Mitarbeitern, die im Homeoffice sind, die zu Zeiten kommen, wo ich vielleicht im Homeoffice bin?
weil ich vielleicht auch zu einer Risikogruppe gehöre? Wie halte ich mein Team zusammen auf Distanz? Wie sind eigentlich die ganzen Kommunikationswege? Haben wir uns doch sonst in der Dienstbesprechung gesehen? Unmittelbar bekam ich auf eine Ansage, die ich gemacht habe, eine Resonanz. Ich sage ja nicht, dass mir die Resonanz immer gefallen hat. Das ist ja so eine andere Sache. Aber ich bekam eine Resonanz. Jetzt gebe ich vielleicht etwas über die Mail oder über WhatsApp. Und ich weiß gar nicht, hat die Kollegin das jetzt gelesen? Wann meldet die sich? Ach, die bearbeitet es immer erst um 8. Ich hätte aber gerne jetzt eine Nachricht. Also auch da immer wieder die Herausforderung, im Kontakt mit den Mitarbeitern die richtigen Wege, die richtigen Zeiten und auch die richtigen Worte zu finden. Und sie mussten sofort anfangen und sie mussten immer weitermachen. Sie waren immer verantwortlich dafür, dass der Laden läuft. Jetzt erinnern sie sich an die Folie, was ist gut gelaufen, die positiven Mitnahmeeffekte. Sie konnten häufig auch sich auf die Kreativität der Kollegen und das Verantwortungsgefühl der Kollegen verlassen. Mal eben kurz auf die Uhr. Ja, ich bin noch in der Zeit. Jetzt ist die spannende Frage, wie wir diesen Auswirkungen begegnen können. Sicherlich ist auch, ich springe noch mal ganz kurz zurück, sicherlich auch diese Folie überhaupt nicht vollzählig. Bestimmte Sachen, die Ihnen selber aufgefallen sind, die Sie auf Ihre Leitungsfunktion fokussieren. Ergänzen Sie die, überlegen Sie, was mache ich damit? Und überlegen Sie auch nicht nur, also was mache ich damit, wenn wir jetzt zu dem, wie können wir diesen Herausforderungen begegnen? Was wäre da hilfreich und zielführend? Also auch da ist für mich wichtig, immer wieder, das ist auch das Credo meines inneren Konzeptes und meiner Arbeitskonzeption, handlungsfähig sein, Menschen in die Handlung zu bringen, Handlungsorientierung zu haben. Was können wir denn aus den letzten Monaten lernen? Wenn wir es kurz verschlagworten, auch das ist wiederum bestimmt nicht vollzählig, wie können wir aus der Unsicherheit, was passiert mit uns, wie lange passiert das, wie können wir aus dieser Unsicherheit, wie halte ich mit den Kindern Kontakt, was passiert da, auch die Sorgen, die ich um Kinder habe, wie komme ich da wieder in die Sicherheit? Was braucht es, damit wir da wieder sicherer werden? Was können wir aus den vergangenen Monaten lernen, aus den Dingen, die wir gut gemacht haben, aus den Dingen, wo wir merken, da geht es vielleicht noch anders, um wieder mehr Sicherheit zu haben. Verwirrung. Was ist denn das aktuelle Hygienekonzept? Wer ist gerade systemrelevant? Was muss ich eigentlich haben? Da die Klarheit herbeizuführen, auch die Klarheit in der Steuerung der Information. Da komme ich gleich nochmal kurz zu. Fragen, ja, das sage ich mal selber. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Aber es gab so viele Fragen, die sich auch mit den da übergeordneten Themen verschränken. Zwischen diesen Schlagworten müssen Sie sich so vorstellen wie so eine Membran. Das diffundiert da hin und her, ist kein abgegrenzter Bereich. Aber wenn ich jetzt auf Fragen schon Antworten habe, dann sichern Sie die Antworten. Machen Sie die Antworten erinnerbar, damit man es nicht nur einfach erlebt hat, sondern auch Erfahrungen daraus gewonnen hat, die man hinterher mit Menschen teilen kann, die jetzt in dieser Zeit der Pandemie vielleicht gerade 16 sind, in der Ausbildung zu Erzieher, Erzieherin sind, die nicht wissen, wie das dann in einer Kita ist. Denen kann ich dann diese Erfahrung übermitteln. Und immer mit dem Ziel, dass wir handlungsfähig sind. Wir regeln immer Worst Case. Wir regeln nie Best Case. Es gibt immer Notfallpläne. Und wie können wir handlungsfähig in Zukunft bleiben mit den Erfahrungen, die wir gewonnen haben, auch wenn wir alle hoffen, dass es nicht wieder passiert, wenn es passieren würde, was wir uns nicht wünschen, aber was würden wir denn tun? Welche Handlungsstrategien würden wir verfolgen? Das Gefühl der Hilflosigkeit ist eines der Urgefühle, die uns sofort in eine gewisse Anspannung bringt, die uns auch eine gewisse Aggressivität mitgeben und die uns auch atemlos sein lässt. Und da, wie kommen wir wieder in die Selbstwirksamkeit? Wie kommen wir dahin zu sagen, wir schaffen das? Ich sage ja nicht, dass das ein Picknickkorb ist, aber daran zu glauben, dass man diesen Herausforderungen begegnen kann. Nicht immer gleich, nicht immer gut, nicht sofort, aber wenn wir das jetzt nicht sichern, was wir an Erfahrung haben und was wir vielleicht an Ideen haben, dann haben wir es eben nicht gesichert, dann ist es weg und das ist schade. Ich habe Ihnen ein paar Themenbereiche zusammengestellt. Diese halten Sie ja auch nochmal als Skript
im Bereich der Kommunikation haben wir halt festgestellt, dass es da ein bisschen schwierig war mit der Homeoffice-Situation und mit ein paar anderen Dingen. Also wir brauchen Kommunikationsvereinbarungen, die sicherstellen, dass wir vor Ort und auf Distanz Ideen haben, wie wir miteinander kommunizieren wollen und müssen. Hier müssen wir die Möglichkeiten und Wege ausloten. Wir müssen überprüfen, was ist denn möglich, wenn Sie in einem Bereich wohnen, wo Sie mit WLAN gar nichts werden oder wo man wirklich schwarze Löcher hat. Da muss man überlegen, was können wir tun? Ist dann Mail das Bessere? Dann ist vielleicht die Videokonferenz nicht geeignet. Was ist mit WhatsApp, Telegram, Trima, egal mit welcher Form Sie sich da beschäftigen? Wir müssen unsere Mitarbeiter auf diesem Weg mitnehmen, begleiten und stärken, müssen ihnen die Möglichkeit geben, sich fortzubilden, sich zu trauen, mutig mit diesen neuen Medien zu sein. Nehmen Sie NIFPE als gutes Beispiel dafür. Tatsächlich haben die Kollegin dort auch nicht 100 Jahre Erfahrung, wie man solche Vorträge mit Referenten mit so einem Format macht. Und man hat es einfach versucht und gemacht. Und Sie sehen, wir sind heute viele Menschen, die dabei sind. Wir müssen hierfür aber auch, und das ist etwas, was auch ein bisschen für mich der Appell an die Träger geht, auch an die Führungskräfte, das immer wieder zu bewerben, wir brauchen die entsprechende Hard- und Software. Also ganz ehrlich, wenn ich jemand in Kitas bin und da geht das Notebook an und ich kann währenddessen nochmal einen Kaffee aufsetzen, boah, dann verstehe ich, dass Mitarbeiter sagen, ich finde Dokumentation auch wichtig, dauert nur ein bisschen. Also da würde ich mir auch wünschen, dass man das nach den Erfahrungen der Jetztzeit einfach perspektivisch verändert und eine Ausstattung wählt, die auch zeitgemäß ist und mit der wir auch die Möglichkeiten der Kommunikation ausloten können. Wir brauchen eine klare und sensible Kommunikation. Das heißt, wenn Sie über Mail oder wenn Sie mit WhatsApp schreiben, wir sind ja sehr geneigt dazu, mit Abkürzungen HDL, LOL und so weiter umzugehen. Hier ist es wichtig, wenn das unser Kommunikationsweg ist, über Mail oder über WhatsApp, dann müssen wir uns sprachlich sehr genau ausdrücken. Wir haben keine Mimik zur Unterstützung. Ich habe nicht einen Ton, den ich so oder so setzen kann. Ich habe nicht eine unmittelbare Resonanz der persönlichen Begegnung, wo ich schon am Gesichtsausdruck sehe, ah nee, du, das war ganz anders gemeint. Ach, da habe ich mich ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich habe es geschrieben, ich habe es gesandt, bäb, bäb, weg. Das heißt, kurz noch einmal Korrektur lesen. Gibt es Reizwörter? Habe ich Begriffe nicht so verwandt, wie ich sie verwenden wollte? Wird meine Botschaft nachvollziehbar, eindeutig, deutlich? Selbst wenn Sie das machen, kann das sein, dass es bei dem einen oder anderen nicht so gut ankommt, aber dann haben Sie für sich das Beste getan. Und das gilt nicht nur in die Richtung von Leitungskräften, das geht auch in die Richtung von Mitarbeitern, die auch vielleicht schreiben. Für die Leitungskräfte heißt es nochmal, Verhaltensveränderungen von Mitarbeiterinnen wahrnehmen. Gibt es schwache Signale für einen veränderten Kommunikationsstil? Wenn ich nur auf Distanz bin, dann habe ich die Zeiten der Antwort, hat die Kollegin sonst immer gegen 16 Uhr geantwortet und antwortet jetzt auf einmal morgens um 4 oder nachts um 3. Dann ist das eine Veränderung. Wiederholt sich das, wird es ein Muster. Es gab vorher ein anderes, das könnte mich hellhörig werden lassen. Oder ich kriege nur alle 3 Mal eine Antwort und sonst zwischendurch ist dann mal Blackbox. Das war vielleicht vorher auch anders. Das kann auch ein Indikator für irgendwas sein, aber es könnte mich hellhörig werden lassen. Auch auf Distanz Feedback geben und offene Ohren signalisieren und auch regelmäßige Kommunikation mit Trägern und Fachberatungen. Das als Chance zu sehen, die Träger mitzunehmen, die häufig nicht unbedingt en detail in ihrer Arbeit stecken und da bei dem Ausmaß dessen, was sie erfahren und was sie erlebt haben, dass es mehr Kommunikation gibt, das als Chance zu sehen und die Träger mitzunehmen. Steuerung eines regelmäßigen Informationsflusses, das heißt auch, wir müssen überlegen, was funktioniert auf Distanz. Wenn Sie regelmäßige Besprechungen haben, dann heißt Distanz nicht, wir brechen die regelmäßigen Besprechungen ab. Wir müssen ausloten, was sind die richtigen Wege, wer braucht auf welchem Weg welche Informationen und wie sicher bin ich als in dem Fall Leitungskraft, dass die Information auch das Ziel erreicht hat, dass die Adressaten das wahrgenommen haben. Aber auch als Mitarbeiterin, wenn ich in einer Kette mich entscheide zu informieren, wie kriegt am Ende derjenige, der die Kette angestoßen hat, mit, dass da wirklich auch alles
weitergegeben wurde. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Eltern. Da haben wir auch keine Erfahrung, wie man sowas macht. Jetzt haben wir Erfahrung. Was hat sich für Sie bewährt? Was hat sich nicht bewährt? Und wie würden Sie es in Zukunft machen? Auch, dass das Kita-Gesetz außer Kraft gesetzt war, hat zu Veränderungen geführt, wie auch insgesamt Lockdown und Distanz, Eltern nicht in die Kita und so weiter. Das werden Sie viel besser wissen als ich. Das ist eine große Veränderung. Das hat für den Einzelnen ist für den Einzelnen von Bedeutung. Ich kriege meine Pädagogik nicht an das Kind. Ich wollte eigentlich nicht verwalten. Das ist so furchtbar. Was machen wir jetzt? Darüber muss man sich austauschen, muss überlegen, wie wollen wir in Zukunft, wenn solche Situationen sind, was wäre möglich, was ist nicht möglich, darüber weiter im Team, im Gespräch zu bleiben und das auch wahrzunehmen. Irgendwann hat jetzt da, glaube ich, in meiner Folie rumgemalt. Also auch nicht schlecht. Dann auch gerne Erfahrungen teilen. Supervision gibt Mitarbeiterinnen einen Rahmen, in dem sie über das Persönliche wie auch Berufliche sprechen können. Auch die Situation mit den Kindern waren vielleicht in der Zeit der Hochpandemie anders als vorher oder auch als jetzt. Welche Auswirkungen hat das für den Einzelnen und auf Kleinteams? Da ist es schön, wenn Sie da, sich überlegen, was wäre da geeignet, auch mit dem Team darüber zu sprechen. Ich weiß, Supervision, alle sitzen, keiner sagt was. Vielleicht das auch gemeinsam mit auf den Weg zu bringen und zu sehen, worüber könnten wir wirklich sprechen, damit wir im Worst Case uns besser, für uns persönlich besser fühlen, als auch dann im Kontext der beruflichen Situation. Leitungskräfte nehmen die Mitarbeitenden wahr und unterstützen sie in ihrem Tun. Das heißt, auch was ich auf der Folie zuvor gesagt habe, auch auf Distanz Mitarbeiter im Blick zu behalten. Wenn Sie jetzt sagen, ja, das habe ich doch alles gemacht, dann sage ich, super, da sind Sie genau auf dem richtigen Weg. Das möchte ich nur noch mal auch positiv dann verstärken. Gemeinsamkeiten stärken, statt Unterschiede zu betonen. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Vortrages. Der berufliche Rahmen, das ist so ein bisschen etwas, worum man immer wieder mal appellieren muss. Sie erinnern sich an die Folie der unterschiedlichen Reaktionen auf Hygieneregeln. Die einen so, die anderen so. Die einen sagen, das ist aus dem Labor, ist alles ganz furchtbar, es gab nie eine Pandemie, das ist alles falsch. Aus meiner Perspektive, ich bin da auch tatsächlich Demokratin, dürfen Sie alle Ihre Meinung haben. Im beruflichen Kontext haben wir eine gemeinsame Basis. Und diese Basis ist, wir haben einen Arbeitsauftrag, wir haben ein Ziel, wir haben uns Anvertraute. Und das ist das, was uns ausmacht und unsere Arbeit und unser Verhalten leiten lassen sollte. Unabhängig der persönlichen Überzeugung und Weltanschauung oder auch unterschiedlicher politischer Einstellung. Das hat da in diesem Kontext, wofür ich dort tätig bin, wenig bis gar nichts zu tun. Der Rahmen des Handelns, ob Hygieneverantwortung so oder nicht, gibt der Arbeitgeber vor, gibt die Gesetzgebung vor. Ich habe Leitungskräfte, die mir gesagt haben, ja, Frau Dumann, ich habe eine Mutter gehabt, die hat gesagt, Mensch, können Sie nicht mal für mein Kind eine Ausnahme machen? Weil ist ja alles nicht so schlimm. Ja, es betrifft eben auch Eltern. Da brauchen wir eine klare Haltung und Positionierung, die diese Leitungskraft auch hatte. Manchmal müssen wir das den Menschen auch nochmal immer wieder mit auf den Weg geben, dass das tatsächlich nicht die Frage ist, ob wir da eine Ausnahme machen, sondern die Frage ist, wie kriegen wir unsere Arbeit unter diesen Rahmenbedingungen gut hin? Haben Sie Vertrauen auf Ihr Team, auf die Kompetenzen, auf sich, auf die Bereitschaft, auch in schweren Zeiten zusammenzustehen? Haben Sie andere Erfahrungen gemacht? Haben einige zusammengestanden und andere ein bisschen weniger zusammengestanden? Dann war das mit Sicherheit vor Corona vielleicht auch schon so. Wenn es jetzt mehr geworden ist, wirklich was aufploppt, dann wäre meine Empfehlung, wirklich nicht zu lange zu warten, sondern das mit auf die Agenda zu nehmen und vielleicht mit externer Unterstützung oder vielleicht vom Träger oder Fachberatung das zum Thema zu machen, um gemeinsam dann im Worst Case, in der Planung eines Worst Cases zu wissen, wie wir uns dann anders verhalten können. Und vergessen Sie bitte nicht den Humor, das zwinkernde Auge. Nur wenn man es dann leicht nimmt, heißt es nicht, dass es leicht ist oder dass man fahrlässig ist. Wir wollen es nur nicht alles, nur, wir können doch nicht 24 Stunden am Tag es nur ernst nehmen. Wir sollen es ernst nehmen, wir sollen Ihre Maske, das alles tun, aber wir dürfen den Blick nicht für die kleinen Situationskomiken des Lebens sehen, nehmen. Wir müssen das, auch da müssen wir fokussiert sein, ein Auge drauf haben.
Weil tatsächlich das gemeinsame Lachen, das ist genauso wie gemeinsames Singen und gemeinsames Essen, gemeinsames Lachen verbindet. Und auch das muss erlaubt sein. Und vielleicht ist das eh schon ein Stück der Kultur in Ihrer Einrichtung. Wir müssen das Wir-Gefühl stärken, damit wir da im Wir liegt die Chance für die Entwicklung. Wenn wir im Ich bleiben, haben wir 20 Ichs, da hat man so eine Idee, wie es wird. Auf jeden Fall nichts mit der gemeinsamen Richtung und auch nichts mit dem, wir sind gemeinsam dabei, Dinge zu rocken. Ich gehe nochmal eben einmal kurz auf meinen kleinen Himmel. Das heißt, ich bin ja über 25, wie Sie sehen. Ich muss mir das nochmal eben gucken, ob ich jetzt auch die Dinge so gesagt habe, wie ich Ihnen die gerne übermitteln wollte. So, wir kommen zum Schluss. Also, wenn wir uns ein bisschen das Resümee ziehen, es gibt die unterschiedlichen Auswirkungen auf den einzelnen Menschen und auf Teams. Für mich ist es so, seien Sie mutig und aktiv bei der Klärung der anstehenden Themen. Überlegen Sie, es gibt Leitfäden, die man erstellen kann. Welche Kanäle sind die richtigen? Was würden wir machen, wenn? Vertrauen Sie auf Ihre und auf die Kompetenzen Ihrer Kollegin, dass Sie gemeinsam Ihre Einrichtung nach vorne bringen wollen. Wie gesagt, keiner geht zur Arbeit, um schlechte Arbeit zu machen. Überlegtes Handeln, und da halte ich es tatsächlich mit der deutschen Lyrikerin Else Panek, überlegtes Handeln, sinnvolles Ruhen, Zuversicht und Selbstvertrauen üben Wechselwirkung aufeinander aus. Ich könnte Ihnen noch viele Beispiele erzählen, die ich in Kitas erlebt habe, aber das würde vielleicht dann den Rahmen sprengen, weil jetzt würde ich dann gerne mit Ihnen in eine Besprechung gehen, Ihre Fragen, die Sie vielleicht schon bei Frau Krankenhagen eingekommen sind, hören, um dann gemeinsam mit Ihnen weitere Lösungen zu finden. Oder Sie teilen Ihre Anmerkungen, die Sie oder Ihre Erfahrungen mit uns. Das wäre es erstmal von mir. Jetzt stehe ich gerne für Sie, Fragen, Anmerkungen, für alles, was Sie uns schon sagen wollten, zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Hundemann. Ich freue mich, dass Sie uns so ein Kaleidoskop von Eindrücken aus Ihrer Praxis gemischt mit Theoriemodellen zur Teamentwicklung, aber auch zum Handling in Teams an dieser Stelle geben konnten. Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Sie kennen vielleicht bei Zoom diese Funktion des Klatschens. Wer von Ihnen möchte, kann das gerne unter Reaktion jetzt an dieser Stelle Frau Hundemann als Resonanz entgegenkommen lassen. Ja, vielen Dank. Kommt doch was, ich sehe leider nichts. Ja, es sind ganz viele Daumen hoch. Oh, und ich schön. Sehe auch einzelne Bilder, Menschen in Gärten, die, glaube ich, in sehr bequemer Situation den Vortrag gehört haben. Bevor wir jetzt die Fragen aus dem Chat uns zu Gemüte führen und sie von meiner geschätzten Kollegin Julia Krankenhagen zusammengefasst werden, haben wir gedacht, wir machen das mal anders als bei den letzten Konferenzen. Wir machen mal eine kleine Pause. Dann können Sie mit Ihren Kolleginnen, weil wir wissen, dass einige auch in der Dienstbesprechung heute zugeguckt haben, dann können Sie mal einmal eine neue Runde Wasser oder Getränke ausschenken und kurz drüber reden. Also den und den Aspekt würde ich doch Frau Hundemann gerne noch mal fragen wollen, was sie dazu zu unserer Situation sagt. Und wir sehen uns, ich sag mal, in 3 Minuten wieder um 17.04 Uhr. Okay, vielen Dank. Bis gleich. Wir starten jetzt in die Fragerunde aus dem Chat. Frau Hundemann, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich fand diese, wie meine Kollegin schon sagte, diese Fülle an Erfahrungen aus der Praxis sehr aussagekräftig. Ich fange mal mit der ersten Frage, die keine Frage war, sondern ein Kommentar an. Ich glaube, Sie können da aber vielleicht auch einsteigen und was dazu sagen. Das war relativ am Anfang, das war ein Kommentar im Chat, diese Verbindung Thema Gesundheit und gute Teamerfahrungen. Also das Sprechen über Teamaspekte in den Zusammenhängen der täglichen Arbeit. Ich
hätte jetzt aus Ihrem Vortrag herausgezogen, Team kann durchaus ein Resilienzfaktor sein, wenn es denn gut läuft. Wir haben im NÜFBE mit unseren Prozessbegleiterinnen regelmäßige Treffen jetzt auch in dieser Zeit angefangen über Videoplattformen und haben auch da gesehen und gehört, im Moment sieht es so aus, als wäre die Corona-Zeit eine Art Brennglas, die zeigt, welche Teams funktionieren gut und welche Teams vielleicht noch nicht ganz so, wo gibt es noch Verbesserungsbedarf. Können Sie da einsteigen, Resilienz, gute Teamarbeit als gesundheitsfördernde Möglichkeit? Ja, also sehr gerne. Vielen Dank für diesen Ball auf den für mich Elfmeterpunkt. Weil tatsächlich ist es ja so, wir wissen alle, dass Arbeit ein Teil unseres Lebens ist und dass Arbeit krank machen kann. Und wir wissen auch, ob das der Stuhl ist oder ob das der schlechte der Lärm ist oder das alles, was in den Kontextfaktoren auf uns eintrifft, kann dazu führen, dass wir uns in unserer körperlichen Unversehrtheit, in unserer psychischen Belastbarkeit nicht mehr so dufte finden. Und das auch nicht mehr so fühlen. Jetzt haben wir Lärm in Kitas, ist ein ganz eigenes Thema. Aber jetzt ist Teamarbeit, das ist die Zusammenarbeit mit Menschen, ein wesentlicher Teil der Arbeit in einer Kindertagesanrichtung. Und sicherlich glaube ich daran, dass es so ist, dass ein gutes Team auch dazu führt, dass ich mich als gesünder und stärker erleben kann. Das heißt, im Umkehrschluss kann ein Team, was nicht so optimal läuft, wo viel Reibungsverluste sind, wo es viel Klein-Klein gibt, auch dazu führen, dass ich mich nicht mehr so stabil fühle. Ich bin mir nicht so sicher, ich mache ja nun diese Arbeit seit über 30 Jahren, oder ich bin jetzt im 31. Jahr, glaube ich sogar, ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, dass jetzt die Corona-Zeit ein Brennglas ist und dadurch deutlich wird, welche Teams gut und schlecht funktionieren. Weil da habe ich auch so unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie ich das in meinem Vortrag auch schon versucht habe, als Praktikerin deutlich zu machen. Es ist einfach sehr unterschiedlich. Ich habe Teams gehabt, wo ich als Supervisorin tätig war, wo deutliche Reibungsverluste waren, Konfliktpotenzial hier, da, die Geschichte, das ist die Historie, und da hast du und da habe ich und sie kennen das. Und auf einmal kommt Corona. Und auf einmal rücken die zusammen. Irgendwann darf ich wieder zur Supervision und denke, wer seid ihr? Wo ist mein altes Team? Auf einmal sprechen die ganz anders miteinander. Auf einmal haben die Lust, sich wieder miteinander zu beschäftigen und sich kennenzulernen, weil die sich aus den Augen verloren haben. Und selber die Idee hatten, das ist doof, jetzt müssen wir irgendwie aneinander ran. Ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Dann hatte ich ein anderes Team, die schon auf einem guten Weg waren im Teamprozess mit neuen Kollegen, mit Willkommenskultur und so alles zu überlegen, dann kommt Corona. Und dann ist das, was die einen zusammengerückt hat, dieses wir müssen uns neu begegnen, hat bei den anderen zu einer Trennung geführt. Die hatten gar keine Lust mehr so aufeinander. Das ist ja sowieso doof. Also da habe ich viele völlig unterschiedliche Dinge erlebt. Ich glaube, dass Träger, Leitungskräfte und Mitarbeiter gut daran tun, die Teamarbeit als einen ganz wesentlichen Punkt erfolgreicher Kita-Arbeit zu sehen, zu würdigen und dafür auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Weil tatsächlich finden wir uns in einem Team. Wir suchen uns nicht ein Team aus. Und da muss man auch miteinander die Spielregeln vereinbaren. Und ich glaube, das war ja schon immer so. Also das haben wir schon immer so gemacht. Ich meine, wenn ich das sage, dann könnte ich mir vorstellen, wie jetzt die Gesichter am Bildschirm sind. Das ist ja schön, das war bestimmt auch toll. Jetzt sind andere Sachen gefragt. Ne? Das führt genau zur nächsten Frage. Da geht es nämlich um die Resonanz. Die Resonanz, die natürlich in der pädagogischen Arbeit an sich mit die wichtigste Währung ist, wenn man das so sagen kann. Aber genauso im Team. Das fand ich jetzt eine sehr interessante Beschreibung. Das eine Team ist in dieser Zeit mehr zusammengerückt, das andere hat es auseinandergetrieben und das immer vermittelt durch vermutlich digitale Medien. Da ist die Frage, zwingt uns die Krise dazu, uns an eine andere Intensität und Taktung zu gewöhnen und was kann da helfen? Ja, zwingt uns, ja. Also die Krise zwingt uns auf jeden Fall dahingehend, dass wir uns mit anderen Formen der Kommunikation, mit anderen Formen der Begegnung beschäftigen müssen.
Und das ist der Punkt, der mir so wichtig war. Ich hoffe, dass das auch in dem Vortrag irgendwie deutlich geworden ist. Wir haben leider, ich bedauere das sehr, wie gesagt, ich war ja beruflich, privat auch betroffen. Und Sie können sich vorstellen, das ist auch eher so mittelgradig schön, wenn Sie ein volles Auftragsbuch haben und dann gucken Sie Ihr Auftragsbuch an, das ist immer noch voll, wir dürfen nur nirgends hin. Also das ist schon auch schwierig. Aber jetzt haben wir Leiden, jetzt haben wir Erfahrung. Und diese Erfahrung möchte ich gesichert haben. Ich möchte, dass wir Schlussfolgerungen draus ziehen, dass wir überlegen, was machen wir? Welche Kommunikationsformen sind für uns in der Kita richtig und wichtig? Wie gehen wir damit um, dass wir keine direkte Resonanz haben? Wir sind, und gerade wir Frauen, sind auch geübt darin, in die Beziehung zu gehen. Und dieser Spruch, also auch mit uns, mit unserer Stimme, mit unserer Gestik und unserer Mimik. Und der Spruch, ich habe Augen, ich brauche dafür keine Hände, den werden viele Frauen kennen. Das heißt, das haben wir nicht auf der Distanz. Wie gehen wir auf Distanz in Beziehung? Was brauche ich? Was wäre mir wichtig? Und da ist der Strauß, was brauche ich, so groß, wie die Heterogenität der Teams sind. Und dann müssen wir auch ein bisschen noch denken, die einen brauchen das, dann sagen wir, nö, ist nicht richtig. Ja, dann kommt wieder, ich bin falsch. Also wir sollten versuchen, es bewertungsfrei zu sammeln und dann den Konsens, was ist in unserer Einrichtung mit den Rahmenbedingungen, die uns die Einrichtung gibt, wirklich möglich. Also auch das Anerkenntnis, dann habe ich eben mal keine Resonanz. Blöd. Aber es ist dann nicht zu ändern. Wie kann ich mir dann das verschaffen, was ich brauche? Und das müssen wir besprechbar machen. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie so beantwortet habe. Doch. Ja, und dieses besprechbar machen, diesen Erfahrungsschatz, die Frage des Vortrags war ja, was macht Corona mit dem Team? Diesen Erfahrungsschatz, der sich da jetzt uns anbietet, wie kann man den dann auch sichern? Also nicht nur das Wahrnehmen der Situation, sondern was macht man dann weiter damit? Haben Sie da nochmal konkrete Tipps, Anregungen, das Bewahren dessen, was da jetzt vielleicht an guten Erfahrungen gemacht wird, ja, wenn ich das weiter treiben kann? Wenn ich das jetzt sage, geht der Beliebtheitspreis wahrscheinlich lachend an mir vorbei. Ich bin ein Fan von schlanker, unaufgeregter, aber klarer Dokumentation und einer Fragestellung. Also, welche Kanäle haben wir jetzt für Kommunikation genutzt? Was war gut daran? Ist ja nicht immer alles schlecht. Aber ganz ehrlich, wenn ich in 2 Jahren in eine Kita gehe und sage, wie war das denn vor 2 Jahren? Dann sagen die, oh ja, vor 2 Jahren. Im Moment haben wir gerade Eingewöhnung, wir haben ganz andere Themen. Ja, also dann ist so, weiß ich nicht mehr. Wir müssen die Ergebnisse jetzt sichern und prüfen. Was war in der Zeit, was ist uns gut gelungen in den Rahmenbedingungen? Welche Möglichkeiten hätten wir noch? Womit konnten wir gar nicht spielen, weil wir gar keine Zeit hatten? Weil es so klack, klack, klack ging. Also das heißt, wir brauchen dafür Ressourcen, Zeit. Es braucht klare Fragestellungen. Es muss die Überprüfung sein, was haben wir eigentlich richtig gut gemacht, damit man auch weiß, bam, super. Wo waren wir eher so, geht besser? Wo haben wir nicht so gut hingeguckt? Wo haben wir genau hingeguckt? Diese Sachen möchte ich als Strauß sammeln, Schlussfolgerungen ziehen für, und wir wollen es nicht hoffen, dass es kommt, aber für ein weiteres Worst-Case-Szenario. Und das kann auch ein Team stärken. Mal zu überlegen, was haben wir eigentlich auch richtig gut gemacht. Und das auch zu verschriftlichen. Und ob Sie das jetzt in Word schreiben oder ob Sie, ich bin ein Flipchart-Fan, Flipcharts machen und die als Fotoprotokoll haben und sagen, das ist unser Leitfaden, das sind unsere Strategien für den Punkt, für den Punkt. Man kann nicht jedes Was-wäre-wenn erfassen. Aber vielleicht da auch. Und Kita-Mitarbeiter sind so herrlich kreativ und Leitungskräfte auch. Da einfach auch die Kreativität walten zu lassen. Erfahrung sichern, damit wir auf dieses Erfahrungswissen Rückgriff haben können. Und zwar nicht nur gedanklich, sondern auch tatsächlich substanziell gesichert. Wunderbar. Ja, ich weiß. Nicht so leicht zu machen manchmal, aber eben vor allem, wenn sich die Ereignisse überschlagen und der Takt eben sehr hoch ist, aber natürlich dieses Festhalten und dann auch wieder rausholen und weiter bearbeiten, damit es eine Entwicklung wird. Das klingt vernünftig. Aber Frau Krankhagen, wenn wir uns jetzt, wir gehen ja nicht durch die ganze Zeit jetzt zurück. Ne? Also ich möchte ja nicht, dass man überlegt, okay, was war nach den ersten 4 Wochen, 2 Wochen? Das ist ja eine völlige Überforderung. Ich habe auch keine Lust so. Muss ja auch irgendwie, ne? Soll ja auch irgendwie, wenn es geht, auch noch ein bisschen Fun machen, mal zu prüfen, was in der Arbeit der letzten 6 Monate. Wir haben jetzt 6 Monate.
Dann nimmt man sich mal vielleicht 3-4 Stunden mit dem Team, schlägt 3-4 Fragen vor. Ja, in Bezug auf die Eltern, was war super, was war nicht so. Man kann sich, wenn ich sowas sage, soll das immer nur eine Idee sein. Man kann das alles anders machen, als ich sage. Denn nur nichts tun ist immer keine Option. Ja. Nichts tun kann man. Kann man nichts tun, dann muss man auch nicht, kann ich auch nicht auf nichts zurückgreifen. Wenn ich auf nichts zurückgreifen kann, haben wir gerade die schwere Erfahrung. Man ist doof. Weil wir keine Erfahrung hatten, konnten wir auf nichts zurückgreifen. War blöd. Jetzt haben wir Erfahrung, die zu sichern. 3-4 Fragestellungen. Man muss ja nicht immer gleich eine Teamwoche machen oder ein Teamspektakel, sondern ich kann vielleicht in jeder Dienstbesprechung eine Frage stellen. Wir nehmen uns dafür 15 Minuten Zeit. Wir haben 4-5 Fragen, haben wir 4-5 Dienstbesprechungen. Wenn das nicht geht, überlegen Sie, was geht. Und verwenden Sie nicht zu viel Zeit darauf, sich dauerhaft zu erzählen, was alles nicht geht. Da ist ja der Tag um. Ja, das ist toll. Ganz, ganz konkret und handfest. Ich gehe jetzt zu einem anderen Fragenkomplex über. Es kamen auch ganz konkrete Fragen auf. Eine lese ich mal vor. Wie würden Sie vorgehen, wenn eine Kollegin vom gesamten Team gemieden wird, da sie mit einer Person Kontakt hatte, die Kontakt zu einer infizierten Person hatte und sich nach einem Test, der negativ war, erst wieder zur Arbeit begeben hat? Also da geht es jetzt so um konkrete Situationen, aber natürlich dieses Meiden und sich im Team nicht unterstützen und nicht gegenseitig sich stärken, sondern vielleicht auch ein Stück weit gegeneinander arbeiten. Haben Sie da konkret was dazu zu sagen? Die Basis, ich versuche es mal ganz knapp zu halten. Die Basis ist immer schwierig bei solchen Themen. Also die Basis, das, was davor gefallen ist, mit den kurzen Informationen, die ich jetzt habe, wäre für mich Angst, Unsicherheit. Und das führt dann im Verhalten zur Ausgrenzung. Das ist ja klar, es ist was aversiv. Wenn die Kollegin aversiv besetzt ist, oh Gott, ich könnte mich von der Arme, die Herzband, und dann mögen andere Dinge noch da reinspielen. Da würde ich sagen, da muss man gar nicht mehr lange warten, da man tätig werden. Ich würde der Kollegin wünschen, ich hoffe, es ist eine Leitungskraft, dass sie eine Supervision macht, den Träger, beim Träger einziehen, so lange sitzen bleiben, bis man die Supervision bekommt, mindestens 3. Mit einer klaren These und Thematik, nehmen Sie diesen Vortrag, was macht Corona mit dem Team? Es führt im Moment zur Ausgrenzung. Wir haben die und die Situation und die muss man dann direkt besprechen. Wenn wir sie nicht direkt besprechen, scheint es so, als ob wir sie nicht wahrnehmen, diese Situation. Wenn wir dazu schweigen, ist es fast wie Zustimmung. Und deswegen beim Träger einziehen, bis man die Supervision bekommt, mindestens 3 2-stündige Treffen, um auch in Ruhe und mit Zeit alle Seiten zu hören und dann gemeinsam an das Wir und an das anzuknüpfen. Optional sind natürlich immer Einzelgespräche möglich, aber ich würde auf jeden Fall in die Handlung gehen. Ich würde es nicht einfach nur hinnehmen, sondern ich würde es angehen. Ja, und sowohl im Team als auch von Seiten der Leitung nehme ich an. Oder sehen Sie das als Leitungsaufgabe? Sie hatten vorhin im zweiten Teil, wo es um Leitung ging, auch diese ganz, also die völlig geänderten Anforderungen an die Kita-Leitungen genannt. Klar, das ist dann Zusammenspiel, da kann das Team selbst aktiv werden, aber natürlich die Leitung steuert in diesen Situationen auch auf eine ganz andere Art als vielleicht vorher. Also einziehen und um Supervision bitten kann ja eher die Leitung. Ne? Also wenn da irgendein Mitarbeiter sagt, ich möchte mich da mal hinsetzen und ich gehe erst weg, bis ich dann meine Supervision habe, das ist, glaube ich, schwierig. Für mich ist das schon Leitungsaufgabe, die Dinge dann auch besprechbar zu machen und auch zu sagen, das ist etwas, was ich hoffe ja, dass die Leitung sich so positiv, das ist, was ich nicht gut finde, was ich nicht haben möchte. Und deswegen muss man darüber sprechen. Wenn wir nicht darüber sprechen, wird sich auch nichts ändern. Das heißt nicht, dass das ein einfacher Weg ist, dass alle sagen, oh toll, endlich sprechen wir mal darüber. Ja, die einen wünschen sich, dass die Kollegin einfach geht. Das kann ich aber als Arbeitgeber jetzt auch nicht mal so einfach machen. Der Test ist negativ. Was ist es denn? Da muss man sagen, was ist es denn? Was ist denn hier tatsächlich Phase? Und wenn das im Gruppenkontext schwierig ist, dann würde ich gucken, irgendeine Fachberaterin, eine Kollegin, einer kennt immer einen, der einen kennt. Und dann hole ich mir die externe Beratung, die auch Fragen stellen darf, die man vielleicht als Leitungskraft gerne stellen würde, wo man weiß, oh, schwierig. Ja.
Das ist, es greift alles so gut ineinander in dieser Chat-Fragerunde, weil es führt uns genau zur nächsten Frage, beziehungsweise die haben Sie jetzt schon beantwortet. Das war nämlich die Frage, wie schätzen Sie die Möglichkeit einer externen Unterstützung ein, um die anstehenden Aufgaben zu strukturieren? Gefühlt steht gerade das System auf dem Kopf und es fällt schwer, überhaupt einen Anfang zu finden. Da haben Sie ja jetzt gerade schon ein paar Ansprechpartner genannt. Gibt es noch, da fühlen wir uns als NIFBE natürlich auch angesprochen, unsere Inhouse-Maßnahmen, Leitungscoachings, also das sind Unterstützungsmaßnahmen, die natürlich jetzt für dieses Jahr schon laufen, aber auch im nächsten Jahr ja noch in also der Herbst, der Winter, des Frühjahrs kommt alles noch. Also da kann man auch nochmal ansetzen und sich Unterstützung holen. Aber gibt es vielleicht noch zusätzliche Möglichkeiten, weitere Möglichkeiten? Wie würden Sie in dieser Situation, wo um den, überhaupt um den Anfang gerungelt wird, den ersten Schritt machen? Naja, ich glaube, dass viele Träger reagieren auch auf Eltern. Das heißt, jeder Träger hat in der Regel das Interesse, dass es eine hohe Qualität gibt in der Kita-Arbeit. Die gibt es, aber die hat auch einen Preis. Und nicht nur das Entgelt, sondern auch das, was an Kontextfaktoren notwendig ist, damit bei der Arbeit mit Menschen die Reibungsverluste so gering wie möglich sind, damit fachlich gute Fallbesprechungen stattfinden können und damit Teamarbeit ineinander übergreift. Das macht Qualität auch aus und dafür muss man dann auch in die Sparbüchse greifen. Sicherlich gibt es auch Gelder von N-Bank und so. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht so die Richtige. Da kenne ich mich nicht mit aus. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass es da Möglichkeiten gibt, aber da, ja, also das ist jetzt tatsächlich nicht so mein Beritt. Ich habe als Prozessbegleiterin die unter und auch als, ich bin ja auch als Supervisorin unterwegs oder auch als auch in einer neuen Kita, wenn es dann um Aufbau geht, Organisationsentwicklung, Officearbeit. Ich habe so viele Fragen im Hinblick auf Hintergrundarbeit von Leitungskräften. Also was alles dazugehört. Die Arbeit ist ja so komplex. Ich habe heute Morgen ein Leitungscoaching gehabt. Da waren wir uns einig, dass wir vor 30 Jahren nicht gedacht hätten, dass die Arbeit an der Kita-Leitung sich mal so wie heute darstellt. Und das Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun gut daran, es anders zu machen, als wie wir das gelernt haben. Wir haben in der Regel alle gelernt, tue Gutes und behalte es für dich. Weil Eigenlob ist nicht so doll. Tu nicht so, als ob das alles so ist. Und ich bin da völlig anders. Ich würde sagen, liebe Kita-Leitung, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, haut raus. Tue Gutes und rede drüber. Sagt, Qualität hat einen Preis. Wir brauchen den Support. So können wir besser werden. So werden wir besser, nicht noch größere Gruppen, aber zufriedener. Sind wir zufriedener, haben wir bessere Effekte. Haben wir vielleicht weniger Krankheitsstände. Haben vielleicht mehr Personal, weil die mitkriegen, was wir hier für ein toller Haufen sind. Ja, wie toll unsere Arbeit ist, wie toll der Träger das auch supportet. Also Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung ist ja jetzt anders wie vor 15 Jahren kein Unwort mehr. Für mich als klassischer Babyboomer war das ganz anders. Bei uns war das nicht so, man konnte mal eben sagen, oh, ich kündige, ich gehe woanders hin. Ja? Und da war Mitarbeiterbindung, das war heute. Da blieben sowieso alle, weil das alles so anders war. Heute haben wir, sind das ja richtige Themen, Gott sei Dank. Gott sei Dank sind das Themen. Muss man promoten. Muss man wieder beim Träger einziehen und sagen, Qualität machen wir, können wir, hat Preis. Also ich würde Sie da gerne ermutigen. Das ist wunderbar. Ich sehe, es kommen immer noch Fragen, aber es ist kurz vor halb und das ist unser geplanter Endzeitpunkt. Oh, schade. Ich weise darauf hin, dass diese Fragen auch noch weiter im Forum auf unserer Homepage bearbeitet werden können. Da werden wir redaktionell ein paar auswählen, die uns wichtig erscheinen. Ich konnte es jetzt noch nicht mal mehr alles verfolgen und lesen, aber das machen wir im Anschluss. Da können Sie aber natürlich gerne auch weiter diskutieren und Frau Runtemann wird da auch noch mal reinschauen, das hat sie uns versprochen, und Fragen auch noch mal direkt beantworten. Ja, und ich sehe, meine Kollegin Gerlinde Schmidt-Hutt ist wieder zugeschaltet und wird an dieser Stelle auch die Moderation wieder übernehmen. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz herzlich. Danke, Frau Kampen.